Viele Nordhimmelsrands hegen eine tiefe Abneigung gegen alle Elfenvölker, gegen die sie schon unzählige Schlachten geschlagen haben. Der große Krieg mag zwar vorüber sein, aber die Überlebenden haben dessen Gräuel noch lange nicht vergessen. Früh am Morgen wird es hier erstmal gefrühstückt. So haben wir irgendwas zum Abladen hier. Ja, so rum. Haben wir hier irgendwas zum Abladoren? Ach, Holder bei Med. Nein, das brauche ich alles. Ganzen Trankscheiß halt, keine Ahnung. Ich brauche eigentlich nur Heiltränke, wenn es geht, wenn es recht ist. So, hier haben wir ein bisschen was. Den Käse brauche ich alles nicht. Das wollte ich ablegen. Das legen wir mal ab. So. Ich hatte noch einen Trollschädel, weiß ich ganz genau. Den brauche ich nämlich auch nicht unbedingt. Wo ist denn der? Da ist er. Aber den lade ich nicht in die Kiste ab, stimmt. Den lege ich hier irgendwo hin. Silberbarren, ja, das ist alles gut. Kann man es auch mal lassen. So, wo lege ich denn den Trollschädel jetzt hin? Als erstes Deko-Element. In meinem Haus. Ich lege ihn hier auf die Kiste. Das ist ein schöner Platz. So, wo ist er? Nimm ihn her. Benutzen, geht nicht. Blöd, ich sollte ihn auch wegwerfen. Ich muss ihn erstmal fallen lassen. Da ist er. So. Es ist zwar nicht mein... Oh, ich finde das cool mit dem Gebiss. Wow. Schön, dass es auch physikalisch bedacht wurde. Ah, ich lege ihn doch auf den Tisch hier. Ich würde ihn gerne drehen. Kann ich aber leider nicht drehen, oder? Nee. Schön mit der Schnauze auf. Jetzt ist die Schnauze. Jo, jetzt. Sehr gut. Das ist eine schöne Tischdeko. Sehr gut. Ah. Wenn er auch einen Mund zu machen würde. Lass den Mund zu. Egal. So bleibt's. Wunderschön. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch da liegen. Ich nehme es doch jedenfalls mal schwer an. So, lasst uns gehen. Ich brauche jetzt mal einen Gaul. Wie sieht's denn aus? Das kann nicht angehen hier. Ich finde das nicht gut. Und Pferd unterwegs zu sein, das ist lästig. Das muss ja auch nicht sein. Aber so ein Pferd kostet viel Geld. Und das habe ich nicht. Ich könnte es auch stehlen, das Pferd. Aber ich glaube, die gute Lydia würde dann auch nicht hinterherkommen, dann müsste ich ja zwei Pferde stehlen. Das ist also eher mal nicht so geil. Stehlen. Okay, also bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als jetzt früh am Morgen hier loszuwandern, gen Richtung Osten. Aber komplett, vielleicht schauen wir mal kurz bei diesem Ritualstand vorbei hier, wenn schon mal auf dem Weg liegt. Oh Gott. Ahnenschimmer Heiligtum. Keine Ahnung, hey. Keine Ahnung. Fuck, oh Gott, ja gut, das ist jetzt ganz schlecht hier, aber ich versuch's mal. Jawohl, läuft. Es ist immer noch dunkel. Schön früh morgens den Tag mit einer Wanderung beginnen. Das kommt gut. Okay, dann streifen wir jetzt mal durch die Wildnis. Ich glaube, wir werden viele, viele böse Wesen sehen. Lydia kommt schon hinterher, oder? Die ist dabei. Die kommt schon irgendwie irgendwo. Wie ein Hund folgt sie uns doch, oder? Nehme ich einfach mal an. Soll es nicht diskriminierend wirken hier, es tut mir leid. Dieses Geräusch, verdammter Hacker, was hat dies zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Ist das hier was? Nirnul. Tatsache. Nirnwurz. Jetzt ist es weg. Was ist ein Nirnwurz? Keiner weiß es. Keiner sagt's mir. So, da ist der Riesenberg. Ich muss links vom Berg am Berg vorbei, oder? Wo gehe ich denn hin hier? Menütechnisch. Ah ja, ich muss genau links vom Berg vorbei. Im Grunde muss ich einfach nur dem Fluss folgen. Folge dem Fluss, Kristonson. Folge ihm. Und du wirst dein Ziel erreichen. Oh Gott. Ja, das ist echt eine Wanderung hier. Ich kann auch nicht hinfahren mit einer Kutsche oder so. Geht auch nicht. Da vorne ist eine Weißlaufwache. Ich nehme eine Abkürzung, oder? Ah, an der Schitte komme ich gar nicht rüber. Ah doch, da ist ein Ufer. Da ist ein Ufer. So, oh, was ist denn hier so rot? Irgendwas ist hier so rot, dass das Wasser rot leuchtet. Ach, das war ich, glaube ich, mit meiner Lampe. Lydia? Also mach ich mir doch ein bisschen Sorgen. Lydia, nein? Ich glaube, Lydia ist irgendwo hängen geblieben. Aber ist auch egal, wir schaffen das auch alleine. Ist doch kein Problem. Wir erkunden neue Lande. Und finden heraus,
was hinter diesem Berg liegt. Es war auch blöd, dass das Ding so weit weg ist. Der Baum scheint ja ziemlich wichtig zu sein für die Weißlaufleute. Wie man ja gehört hat im Tempel. Da war jemand... Oh Gott, da vorne ist was... Eine Ratte, oder? It's a rat. Komm her, die wartet nur auf uns. Sie wartet nur auf uns. Komm her, komm, komm. Das sind Schilder. Wupp! Jawohl! Ho, schön gesetzt, gut getimed. So muss das sein. So, Einsamkeit, Riften, Weißlauf, Windhelm. Winterfeste. Oh Gott, wo es da überall hingeht. Wahnsinn. Wahnsinn! Ich werde mal kurz hier speichern. Hier müsste auch irgendwo dieser Ritualstein sein. Habe ich gerade gespeichert? Weiß jetzt gerade nicht. So, jetzt. Ritualstein. Oh ja, oh, ich bin genau da. Ritualstein links hoch. Ah, okay. Da führt ein Weg hoch. Ach, da sehe ich ihn schon. Da ist er schon, ich sehe ihn. Lass mal schauen, was da abgeht. Vielleicht kann ich mir irgendwas Schönes holen. Von dem Stein. Okay. Ein Tor. Wir durchschreiten die Steintore auf dem Weg zum Ritualstein. Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Also Schleichen habe ich irgendwie nicht drauf. Ist die Frage, sind die gut oder böse? Oder ist das... Ist das... Ah, Schleichen läuft. Komme ich hier nicht hoch? Shit. Oh shit, da ist noch jemand. Ich speichere hier schnell. Nochmal. Ich sollte mal die Schnellspeicherfunktion wieder nutzen. Jetzt stürme ich einfach. Ich stürme! Oh, es sind Zauberer. Es sind Zauberer wieder mal. Komm schon. Oh shit. Oh Gott, was kommt denn hier alles hoch? Hilfe! Jede Menge Skelette. Weg hier. Oh, ich bin langsam. Oh shit, wie ich blute. Fuck. Treffen die mich? Oh, gut. Skelette, scheiße. Ich glaube aber, es bringt fast nichts, wenn ich die Skelette töte. Ich muss die Magier töten. Oh shit, okay, alles klar. Shit. Runter. Wo? Weg hier. Heilung. Ah, shit. Immer diese Magier. Die gehen mir aber auch auf die Eier. Magier und ihre Magie. Da ist er, guten Tag. Komm her. Jawohl, den habe ich. Shit, Vorsicht, Skelett. Oh jawohl, erwischt. Cool. Ich glaube, ich habe den richtigen erwischt. Nein! Oh. Skeletor. Oh, wo kommen die ganzen Skelette her? Wo? Nein! Oh fuck, ich hab einen fucking Eiszapfen im Körper. Was geht denn ab? Warum tust du das? Finde ich nicht gut. Stirb! Oh, fuck. Hab ich Tränke? Nein, hab ich nicht. Nein, was macht er? Was tut er? So. Oh, shit. Er regeneriert die Skelette. Shit. Das muss ich schnellstens verhindern. Komm schon. Wo ist er? Wo ist es hin? Es muss runtergefallen sein. Ja! Igitt, was bist du denn? Du bist aber kein menschliches Skelett. Heftige Scheiße. Was ist denn los mit dir? Wo ist der Zauberer hin? Damn. Ist er tot? Da unten ist er. Da unten rennt er. Komm her, bleib stehen. Totenbeschwörer, Lehrling. Oh, Lehrling sogar. Bleib stehen. Oh, fuck, was mache ich denn? Der hängt. Ach, sein Glück, dass er hängt. So, Bastard. Stirb. Oh, das war jetzt wieder Glück im Unglück, dass der hier hängen blieb an diesem Felsendrosselei. Nehm ich mit. Gucken, was bei rauskommt. Was ist das Fackelwürmchenbrust? Ihr Magier, ihr habt komische Sachen bei euch. Ihr seid auch komische Kauze. Okay, oh Gott, wie wir aussehen. Das, so sieht man nach einem Kampf aus. Hey, Wahnsinn. Blutverschmiert, der Helm. Himmel, Herrgott. Was für ein Jemetzel. Ja, Mensch, Lydia. Ich bin mal ein bisschen enttäuscht von dir, dass du nicht dabei warst.
Ach guck, jetzt können wir die Skelette hier looten. Ganz normal, aber Pfeile brauche ich nur. Ich brauche nur Pfeile. Da war doch auch noch eins, ne? Ja. Wusste ich doch. Und da ist auch dieser Magier noch. Noch ein weiterer Magier. Stallleute, ich habe nur Mist bei sich. Was geht denn ab? Was hattet ihr hier eigentlich vor? Mit diesen... Ach shit, immer diese blöden Eisdinger hier. Nein, jetzt habe ich den Bogen genommen. Fuck. Da muss man echt immer aufpassen. Ich bin ziemlich fix unterwegs mit meinen Knöpfchen. Ich brauche diesen Bogen nicht. Weg damit. Alles ein Gewicht liegen lassen, was hergeht. Was ist hier? Aschenhaufen. Okay. Das war das Skelett vorhin. Hallo, Stein. Ritualstein. Ich glaube, dann aktiviere ich ihn mal, oder? Wie schaut's denn aus? Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Was habe ich denn jetzt gerade für ein Zeichen drin? Nee, das lasse ich, brauche ich nicht, oder? Leichen beleben? Ich bringe noch die Leute um, damit sie liegen bleiben, nicht damit sie wieder aufstehen. Ja gut, okay, die kämpfen dann für mich, aber... Ich weiß nicht, nee. Ist nicht so mein Fall. Ach, guck hier, guck mal, da liegt da was. Spelltome, oh, cool. Ein Buch zum Skelett beschwören. Ach, guck, hier ist noch so ein stinkender Haufen. Ein Häufchen. Knochenmehl brauche ich alles nicht. Gut. Okay, aber da vorne ist schon wieder ein Tier. Ich sehe es schon. Es wird mich angreifen, ich weiß es genau. Und es wird nicht Tag irgendwie. Das Wetter macht mir zu schaffen. Ich bin fast gewillt, nochmal hier ein bisschen zu warten. Einen Tag lang. Vielleicht ist der Lüder dann auch da. Das glaube ich, mache ich jetzt auch. Ich bin es leid, des Nachts oder des Dunkels hier rumzuwandern. Ich bin schon lang genug in Katakomben unterwegs. Da brauche ich auch noch, wenn ich draußen bin, zur Dunkelheit. Hm, bringt nichts. Hm. Sieht wieder sehr mager aus. Es wird schon wieder dunkel. Nee, da müssen wir komplett durchwarten. Es tut mir leid, aber es ist ja auch für euch angenehmer, kann ich mir vorstellen. Wenn das Wetter mal etwas besser wird. Und in der Nacht brauchen wir gar nicht erst laufen. Ah, schon mal. Es ist schon mal sternklarer Himmel. Ein gutes Zeichen. So, noch 2 Stündchen, dann sollte es gut sein. Ah, machen wir noch 1 oder 2. Dass wir etwas Sonne haben. Komm schon. Sonne. Jetzt. Jawohl. Ach, wunderherrlich. So, jetzt sehen wir das ganze Ausmaß unserer Rüstung nochmal. Ein bisschen besser. Ah, es geht nichts über Sonnenwetter. So. Und damit es auch so bleibt, glaube ich, mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Trick oder was, einen kleinen... Ich will nicht Cheat sagen, aber ich mache nur ein kleines Trickchen. Ich mache hier, gebe hier in die Konsole Set Time Scale 2 ein und gebe eine Zeit an. Das ist die Geschwindigkeit, wie schnell der Tag verläuft. Und da gebe ich doch jetzt mal 1 an. Und damit sollte es Realtime sein, also eine Minute ist eine Minute lang im Spiel, also Echtzeit quasi. Und somit haben wir etwas mehr vom Tag, vom Tage und von der Sonne. So. Nicht, damit es ja immer so schnell dunkel wird. Ja, so kleine Tricks. Skyrim ist ein offenes Spiel. Es ist nur nicht nur eine Open World, sondern auch ein offenes Spiel. Da kann man schön viel manipulieren. Aber wir manipulieren natürlich nur angenehme Werte. Oh, guck mal hier, der Elch. Der Elch. Guten Tag, Elch. Ah, hat er mich gesehen. Scheiße. Ich wollte dich nicht verjagen. Okay. Wir betreten ein neues Gebiet. Ich bin fast gewillt, ihn zu jagen. Ihn sollte ich mich vor allem mal treffen. Oh Gott, bleib stehen. Bleib stehen, Elch. Ich brauche Fleisch. Oh, den kriege ich nicht. Fuck. Nee. Kriege ich sowieso nicht hin. Ich versuch's gar nicht erst weiter. So, einfach dem Fluss weiter folgen. Okay. Dann tun wir das doch. Mr. Elch. Mr. Elch, verlaufen Sie sich nicht. Oh. Pack. Nicht getroffen. Shitte. Okay. Dann lass uns einfach weitergehen. Es wird nur peinlicher für mich. Je mehr ich hier nicht treffe. Oh, guck mal, jetzt. Jetzt kommt er doch. Jetzt muss doch was gehen. Oh, du Arschloch. Rennt der genau los. Oh, fuck, okay. Alter, warum schon wieder Frauen? Ich versteh's einfach nicht. Habe ich irgendwie modtechnisch was abgegeben? Shit. Oh Gott, die blockt sogar.
Wahnsinn. Glaube ich doch auch mal. Upp. Tut mir leid. Oh. Shit. Ja, es tut mir leid. Es tut. Oh. Da schießt einer mit Pfeilen auf uns. Finde ich ja nicht gut. Dunus. Ach Gott. Schnell durch hier. Ich habe den Pfeil im Körper stecken. Oh, das sind noch mehrere Leute. Faltheimer Türme entdeckt. Die Faltheimer sind aber nicht sehr gastfreundlich. Oh, guck mal hier, was zu essen. Benutzt einen Kochtopf. Ah, nee. Gut, die blutige Faust hier. Bam. Das, werde ich tunlichst vermeiden. Einfach aufzugeben. Kann ich jetzt rein? Oh, guck mal, Tränke. Cool. Tränke nehme ich mit. So, ich erwarte, dass sie jetzt hier gleich entgegenkommen. Was ist denn das hier? Ist das ein Schalter? Nee. Das werden wir sehen. Da ist eine Kommode. Wer hat den hier hochgeschafft? Respekt für die Arbeit. Okay, Vorsicht. Oh! Ach, was ist denn hier los, ey? Hier ist alles unter Fall. Oh! Okay. Lass mal sehen. Oh shit, ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin tot. Wo? Schnell rein hier. Heilung, komm schon. Heilung. Oh nein! Oh, scheiße. Okay. Ich habe zum Glück gerade Tränke aufgesammelt. Ich hoffe, die helfen mir jetzt. Oh Gott. Diesen Schlag zu überleben. Oh, scheiße. Ich nehme noch den letzten Trank. So. Oh Gott, okay. Sie haben einen zweiten Schlag habe ich nicht ausgehalten. Ich war zu langsam. Oh Gott, wo habe ich denn gespeichert? Scheiße, ich habe ewig weit weg gespeichert. Wenn kein Autosave gemacht wurde, bin ich ganz schön gearscht. Oh, und die Ladezeit weiß nichts Gutes. Bin ich etwa noch in Weißlauf? Nein, bin ich nicht. Aber der scheiß Ritualstein ist nicht... Oh, fuck. Warum habe ich nicht gespeichert? Scheiße. Dann lasse ich den scheiß Ritualstein jetzt mal in Ruhe. Brauche ich sowieso nicht. Brauche ich nicht. Aber die Zeit ist auch hier wieder im Arsch, ne? Oh Mann, wie lässt die... Ah nein, es ist früh morgens. Sehr gut. Es ist zumindest früh morgens. Oh Gott. Aber Hirsch, jetzt kriege ich dich. Hirsch, du musst leiden. Du musst jetzt leiden. Bleib stehen. Ich will Fleisch haben. Jawohl. Sehr gut. Was ist mit dir los? Viech, geh weg. Und du? Du bist wenigstens schön ruhig. So, was haben wir denn hier? Großes Geweih Wildbret. Sehr gut. Das pfeife ich mir jetzt gleich mal rein. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht. Was ist mit euch los hier? Bist du gut? Bist du freundlich oder? Feindlich, hallo. Siehst mir eher feindlich aus, aber solange du mir nicht machst, ist mir alles recht. Oh Gott. Ja, wo ist Lydia, Mensch, wenn man sie mal braucht? Ich bräuchte jetzt einen fähigen Bogenschützen, um diese Brücke hier einzunehmen. Ist aber auch komisch, warum die ganzen Einwohner hier, die auf dem Land wohnen, uns feindlich gesinnt sind. Ich komme doch hier mit weggesteckter Waffe an. Da müssen die uns doch nicht angreifen. Ich will doch niemandem was Böses. Man kann doch auch zusammenarbeiten. Aber ihr wollt es ja nicht anders. Oder? Faltenheimer Türme. Oh, wie sieht's aus? Halt! Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Ach, schau her. So läuft die Geschichte. 200 Goldstücke übergeben. Nein, ich habe das Gold nicht. Wir klingen 50 Goldstücke überreden. Warum lasst ihr mich nicht durch und ich lasse euch dafür am Leben? Einschüchtern. Oh, cool, wenn es klappen würde. Ich versuch's einfach mal. Für jemanden, dem gleich der Bauch aufgeschlitzt wird, spuckt ihr ziemlich große Töne. Alles klar. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Jo, du blöde Nuss. Selber schuld. Selber schuld. Tja. Ich will... Das sagt sie noch, während ihr Bauch aufgerissen wird. Ne? Wenn das keine Ironie ist. So Mord... Nach so Mordmet. Nordmet. Ich hab Mord... Mit gelesen. Open up the doors. Take the tranks. Und dann wird hier nochmal schnell... Ah, wird hier jetzt mal schnell gespeichert. Ah, schon. Falsche Kombi wieder mal. So. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Die Pfeiltypen. Zuerst.
Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ja. Schnauze halten und sterben.